Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Leute, wie ihr es wahrscheinlich schon im Titel gelesen habt, der McLaren 570S ist wieder im Rocket League Item Shop. Er ist wieder back, aber nicht nur der McLaren, sondern auch ein Upgrade Pack für extra 900 Credits. Ich würde sagen, es gibt auch wieder einen Trailer, den schauen wir uns ganz am Ende von dem Video nochmal an. Aber erstmal besprechen wir alle Infos, ganz wichtig. Ich finde erstmal, er sieht übel geil aus. Übel nice. Ich finde, er hat ein bisschen was vom Lambo. Und ganz wichtig, was man dazu noch sagen muss, wenn jetzt schon das DLC-Auto vom McLaren wieder reingekommen ist, vielleicht kommt auch wieder der Nissan Skyline. Leute, schreibt gerne in die Kommentare, was denkt ihr? Kommt der Nissan Skyline? Ja oder nein? Aber erstmal alles zum McLaren. Der McLaren kostet wie der Lambo oder auch das ganze NASCAR-Pack wieder 2000 Credits. Ich würde sagen, wir lesen erstmal ganz kurz den Text hier durch. Der McLaren kennt keine Ziellinie und darum kehrt der schnittige McLaren 570S zum ersten Mal seit Einführung der kostenlosen spielbaren Version zurück. Also er war ja schon mal im Itemshop, da war das aber noch nur über Steam kaufbar. Diesmal ganz in Silber. Finde ich, by the way, extrem geil. Leider sieht man hier nicht noch mehr Bilder, sonst war es ja immer so, dass man unten noch mehr Bilder gesehen hat, dieses Mal leider nicht. Rockt das Spielfeld im ersten soccerspielenden Supersportwagen ab dem 27. Mai für kurze Zeit. Und zwar wird er, glaube ich, genau bis zum 2. Juni drin sein. Das heißt, ihr habt ein bisschen Zeit. Aber ich denke mal, dass er dann wirklich das allerletzte Mal, also dass er dieses Mal das letzte Mal reinkommt. Alle, die damals den 570S verpasst haben, ich zum Beispiel, ich werde mir den Safe holen, können sich jetzt das neue McLaren 570S Pack mit dem 570S, dem Silberaufkleber und mehr holen. Für Spieler, die den McLaren 500S bereits in der Garage haben, gibt es dieses neue Paket für weniger Credits, auch ohne den Wagen. Ah, okay, das ist gut zu wissen. Also das Upgrade-Pack kann man sich anscheinend nur holen, wenn man sich den McLaren damals schon geholt hat. Das ist eigentlich ganz cool, weil sonst, glaube ich, können sich die Leute, die sich den McLaren damals geholt haben, ein bisschen verarscht vorkommen. Aber so ist eigentlich ganz cool für die. Ich weiß nicht, ob man sich, oder man kann sich vielleicht das Upgrade-Pack auch so holen. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Schreibt super gerne in die Kommentare, wenn da jemand das richtige Kommentare schreibt und das viele Likes hat, dann werde ich das auf jeden Fall ganz oben anpinnen. Diese Option ist nur für diejenigen verfügbar. Oh, ja, okay, Chat. Ich glaube, das hat sich geklärt. Okay, scheiß drauf. Hier findet ihr Inhalte der beiden Angebote. Also es gibt das normale Pack, was sich dann anscheinend jeder kaufen kann für 2000 Credits. Der McLaren selber hat eine Domino-Hitbox, wie gesagt, hat einen einzigartigen Motorsound. Darauf habe ich extrem Bock. Ich weiß nicht, ob es beim alten McLaren auch schon so war, aber der wird extrem geilen Motorsound haben. Das kennen wir auch schon vom Lambo. Da bin ich mal gespannt, wie der Motorsound im Vergleich dazu sein wird. Dann wird es noch einen Aufkleber geben, der silber lackiert. Genau auch mit den Felgen, also mit den Reifen, finde ich übel geil. Wahrscheinlich kann man wieder keine anderen Aufkleber oder Decals benutzen. Man kann wahrscheinlich wieder keine Antennen benutzen. Man kann keine anderen Reifen benutzen. Das ist wahrscheinlich alles wieder fest. Es wird wieder drei Spielerbanner geben. Einer wird wieder kostenlos sein. Deswegen ganz entspannt. Okay, gut zu wissen. So, und dann für die Leute, die sich den McLaren damals schon gekauft haben im Shop für, ich weiß nicht, wie viel Geld das war damals, ich glaube 2-3 Euro oder so, können sich dieses Upgrade-Pack für 900 Credits holen. Finde ich sehr, sehr cool, dass sie es machen. 900 Credits ein bisschen schwierig, weil du kriegst quasi nur, das ist ja übel scheiße. Ja, okay, du hast halt das, aber für 900 Credits den Aufkleber und die Räder und das Spielerbanner für 900 Credits, weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Also, wenn ihr euch den McLaren schon geholt habt, schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr euch das Upgrade-Pack für 900 Credits holt. Ich bin ehrlich, ich würde es mir nicht holen. Hinweis, die in diesem Paket enthaltenen Items können ausschließlich für den... Ja, okay, das war klar. Das ist genauso wie alles. Aus Anlass der Rückkehr zu Rocket League können sie ab dem 27. Mai, also morgen, wenn auch der Itemshop aus dem kostenlosen... Also, es gibt wieder einen kostenlosen Avatar-Rahmen dieses Mal. Sonst gab es ja immer einen Banner. Dieses Mal gibt es einen McLaren Avatar-Rahmen, ist sehr, sehr geil, fühle ich. Also wieder jeder kann sich gratis ein Item holen, ohne irgendwas dazu auszugeben. Erstmal Respekt dafür an Epic Games, machen die geil. Das McLaren, das Upgrade-Pack und das kostenlose wird bis zum 2. Juni. Holt euch diesen Supersportwagen, solange er im Shop erhältlich ist. Ey Leute, wie gesagt, ich werde ihn mir safe holen. Ich werde dazu auch morgen, ich denke mal, dass er wieder 18 Uhr reinkommt für 2000 Credits. Ich werde morgen dazu wieder ein ganz entspannten Livestream machen, deswegen schaut da super gerne vorbei und wenn ihr euch den McLaren 570S Pack holt oder auch das Upgrade Pack, vergesst auf gar keinen Fall Creator Code CLASHDOGSYT, würde mich sehr, sehr supporten.
Wir brauchen da nicht mehr so viele Unterstützer und dann können wir bald die Auszahlung erreichen und dann gibt es davon geile Giveaways, alles. Deswegen tragt super gerne ein, unterstützt mich, verlinkt mich gerne auch bei Insta, schickt mir bei Insta, wie ihr es ja eingetragen habt. Würde mich sehr, sehr supporten. Und ich würde sagen, zum Ende schauen wir uns jetzt auf ganz entspannt noch den Trailer an. Vergesst auf gar keinen Fall, wenn ihr neu seid, ein Abo auf dem Kanal dazu lassen, ein Like, ihr wisst Bescheid und klockiert die Glocke und dann kommt morgen. Ich werde mal sagen, so 17 Uhr startet der Livestream oder vielleicht auch 16 Uhr. Kommt da morgen super gerne alle rein. Und ich würde sagen, zum Abschluss schauen wir uns jetzt hier noch gemeinsam den Trailer an. Aber die McLaren werden ja die meisten schauen, schon kennen, aber ich würde mal sagen, wir schauen jetzt hier nochmal, wie er in Silber aussieht. Das kennen die meisten wahrscheinlich nicht. Ein Trailer. Okay, Leute, ich würde sagen, wir machen es wie immer. Wir schauen uns erstmal einmal den Trailer an. Oh, jetzt ist mein Gesicht ganz dunkel, wartet. Wir schauen uns erstmal einmal den Trailer so an und danach schauen wir uns hier nochmal ein bisschen genauer an. So wieder mal ein geisteskrank geiler Trailer. Also bis jetzt muss man dickes GG auch, schreibt es gerne in die Kommentare, dickes fettes GG an Epic Games, was die da rausballern in den Trailern. Schreibt gerne in die Kommentare auf, was euer Lieblingstrailer war. Es gab Lambo, Nesca, was gab's noch? Formel 1 und jetzt noch McLaren. Schreibt gerne rein, was euer Lieblingstrailer war. Ich würde sagen, McLaren gehört ganz, ganz oben dazu. Wir reagieren ganz langsam. Es ist wie, als wenn du ein neues Auto bekommst, erstmal so ein Tuch über dem Auto. Finde ich extrem cool. Und dann mit den Soundeffekten und der allgemein der Umgebung übel nice. Dann siehst du hier schon ein bisschen Silber, die Felgen, es spiegelt sich alles super geil. Die Lichter, geisteskrank. Hier spiegelt sich das Tor von Rocket League im Hintergrund. Das finde ich am geilsten. Die Carbon-Optik hinten über dem Motor wahrscheinlich. Und jetzt spiegelt sich da schon die Montage gleich. Oh, das ist so geil gemacht, Leute. Das McLaren-Logo. Oh, das Silver sieht so geil aus. Ich finde, das hat so eine leichte Diamantoptik sogar. Und jetzt pass auf, jetzt hört ihr ein bisschen den Motorsound. Da muss man ganz genau. Oh, da freue ich mich schon drauf. Das war ja beim Formel 1-Auto ein bisschen enttäuschend. Dafür hoffentlich ist es bei McLaren jetzt umso geiler. Oh, nochmal den Motorsound, Leute. Hört ganz genau hin. Oh, übel geil. Verfügbar ab 27. Mai. Genauso wie ich es gesagt habe. Ab morgen oder wann auch immer ihr das Video schaut. Wenn ihr es jetzt morgen schaut, dann heute am 27. Mai um 18 Uhr, denke ich mal. Ich bin mir zu 99% sicher. Sonst schreibt gerne rein, wenn es anders ist. Ich denke aber, dass es wieder um 18 Uhr reinkommt. Vielleicht kommt es auch 17 Uhr, aber ich denke mal, dass es 18 Uhr kommt. Wenn nicht, ja, dann ja, weiß ich auch nicht. Sehr nice, das war's, Leute. Das war's, das war's. So. Dann würde ich sagen, ich hoffe, ihr wisst alles. Wenn ihr noch irgendwas wissen wollt, schreibt es in die Kommentare. Ich probiere alles zu lesen, alles zu beantworten. Und dann ändere ich nochmal ganz kurz die Szene. Und dann würde ich sagen, was ist mit dem Video? Vergesst auf gar keinen Fall, Creator Code, ClashDogs YT einzutragen. Wenn du es noch nicht gemacht hast, mach es super gerne jetzt schon. Vergiss es nicht. Und lasst super gerne ein Like da. Abonniert den Kanal. Dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand, was Rocket League, was alles angeht. Schaltet morgen um ca. 16:30, 17 Uhr in den Livestream rein. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns. Haut rein und ciao, ciao.